Letzter Streich. Max und Moritz, wehe euch. Jetzt kommt euer letzter Streich. Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner Maltersäcke. Aber kaum, dass er von hinnen, fängt das Korn schon an zu rinnen. Und verwundert steht und spricht er: Zapperment, das Ding wurd lichter. Hey, da sieht er voller Freude Max und Moritz im Getreide. Raps, in einen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller, hier heran! Malt er das, so schnell er kann? Her damit und in den Trichter, schüttet er die Bösewichter. Ricke, racke, geht die Mühle mit Gehacke. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschrotet und in Stücken. Doch sogleich verzehrt sie Meister Müllers Federvieh. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Bolte, mild und weich, sprach: Sieh da, ich dachte es gleich. Ja, rief Meister Böck, Bosheit ist kein Lebenszweck. Drauf so sprach Herr Lehrer Lempel: Dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker, warum ist der Mensch so lecker? Selbst der gute Onkel Fritze sprach: Das kommt von dumme Witze. Doch der brave Bauersmann dachte, wat galt mi dat an? Kurz im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei.